Ich vermisse ein Versprechen konkreter Zusammenarbeit mit Communities, die Daten ohne kommerzielle Interessen sammeln und verfügbar machen. Zum Beispiel könnte man die 24 Milliarden Datensätze der Sensor-Community zu Feinstaub, Temperatur und Luftdruck von 13.000 Sensorstationen in Bundesanwendungen integrieren, für die Öffentlichkeit visualisieren und datenbasierte Politik damit machen. So wie es ein niederländisches Ministerium längst macht. Aber beim Umweltbundesamt beißt sich die Sensor-Community die Zähne aus. Das sind echte Datenschätze, die man übrigens auf maps.sensor.community finden kann. Das ist Nutzen fürs Gemeinwohl. Zum Beispiel allein in Stuttgart gibt es von dieser Community 800 Messstationen zur Luftqualität. Von staatlichen Stellen gibt es nur 3. Ein herzlicher Dank der Linksfraktion gilt hier den Ehrenamtlichen.